So, Freunde, willkommen zum zweiten Tag des Sturmangriff-Turniers. Und ja, wir haben gestern die erste Niederlage gehabt. Gucken wir mal eben. Defensive ist bei B, 1 gegen 1 zu 1. Okay, da haben wir gewonnen. Okay, wir haben gegen Embleme gewonnen und gegen Nicht-Embleme verloren. Das ist interessant. Dann gucken wir mal. Gegner wird gesucht. Oh, was ist das? Okay. Ja, die zwei Roten links in der Ecke machen es natürlich in Anführungsstrichen einfach als Ziel, blau reinzugehen, was wir auch machen werden. Und ich nehme hier mal, nehmen wir hier den Björn mit. Ja, und den kostümierten Türm. Dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Okay. Blau sehe ich da. Ich gucke erstmal noch, was hier hochkommt. Okay, sehr gut. War das so? Weil das gibt uns dann den Diamanten. Den machen wir hier rüber. Okay, sehr gut. Lösen wir Gunnar aus, gehen ruhig auf die Seite. Und machen Gato ruhig weg. Nehmen jetzt den Diamanten, dann ist Mondfalke weg. Unsere Jungs sind wieder geladen und dann gehen wir auf Namahage. Nehmen die Lilanen. Tür rum nochmal, dann kommt Björn mit einem Doppelschlag. Über 700 Schaden oder fast über 800 sogar, nicht schlecht. Ja, da sind wieder zwei rote links. Bleiben wir also bei dem blauen mit den Tür rum in der Mitte, das heißt, wir nehmen da zwei gelbe mit. Zwei gelbe. Nehmen wir mal Melia mit und den Bienenmann. Mal ein paar andere, immer mal wieder so ein bisschen zum Wechsel gestern. Normalerweise hätte ich jetzt Armand genommen, aber den habe ich gestern genommen. Nehmen wir jetzt mal Melia. Erst die blauen hier unten. Dann machen wir gelb, was in lila Diamanten geht. Okay, ja, alles klar. Dicke Combo. So, dann die Seite hier ist ein bisschen gefährlicher. Gehen wir ruhig auf Gunnar. Dann machen wir hier den Drachen. Dann, wie machen wir das jetzt am besten? Ja, wir nehmen die drei blauen, die unter den roten sind. Ist am einfachsten. Machen wir das so, das gibt uns das eine gelbe Steinchen. Jetzt habe ich die Combo, die ich haben wollte. Nämlich hier blau in gelb rein. Perfekt. Die beiden und dann war es das auch gegen den Flatmaster. Okay, weiter geht's. Ah, jetzt kommen die Embleme. Drei rote. Okay, das. Und dann nehmen wir auch weiter in die blauen. Ich überlege nur. Ah, da ist ja dieser Bauchhahn. Der kleine Drecksack. Will ich die gelben nehmen? Ja, weißt du was? Na ne, oder wir drehen den Spieß jetzt mal um, wir machen es jetzt auch mal. Wir nehmen jetzt auch mal Rot. Wir machen jetzt Blau-Rot gegen Blau-Rot. Gucken, wie das wird. Ja, okay. Ich habe die Blauen unter Blau. Das ist jetzt nicht gerade so super. Aber versuch mal hier irgendwie das Beste rauszumachen.
Ein blaues Match brauchen wir noch. Machen wir mal hier ein bisschen Kombination. Okay, da ist das blaue Match. Sehr gut. Das war jetzt nicht so gut, dass wir alle fast auslösen. Aber ja, jetzt ist die Sache, wenn ich jetzt Gunnar nämlich auslöse und die ganzen Auto-Hits dann kommen, dann kann es sein, dass Aydun mir da kaputt geht. Deswegen warte ich damit erstmal noch. Ich gehe jetzt hier rüber und mach. Wie machen wir denn weg? Ja, wir machen Naschka weg. So, jetzt mache ich mir den roten Diamanten. Achso, Aydun ist sowieso weg. Ja gut, dann können wir es auch machen. So, ja. Haha. Das ist dir das gleiche passiert wie mir gestern. So, nehmen wir den roten Diamanten. Ja, das war jetzt nicht so cool. Der nimmt jetzt von uns allen, der das Mana. Aber wir sind in einer guten Position. Jawohl. Perfekt. Okay. Das hat auch funktioniert. Gehen wir mal weiter. Top 10 sind wir jetzt. Auch wieder 3. Warum nehmen die denn alle rot rein, wenn grün gesperrt ist? Verstehe ich nicht. Eigentlich müsste da jeder blau reinnehmen. Das ist sehr, sehr fragwürdig hier. Ich glaube, ich nehme die. Ich nehme wieder Gelb mit rein. Jetzt nehmen wir den Bienenmann nochmal mit. Und jetzt nehmen wir dich mal mit. Einfach die beiden Gelben, weil Balthasar daneben ist und Bane in der Ecke. Da komme ich nicht so einfach dran. Deswegen gucken wir mal. Hier haben wir eventuell. Jawohl, schön. Gelber Diamant, perfekt. Machen wir ruhig den Diamanten. Und gehen hier auf Namahage. Hier habe ich Blau, das ist auch geil. Was jetzt? Was jetzt? Ich habe nicht viele Optionen. Eigentlich ist meine einzige Option das rote Match hier. Machen wir mal so. Da ist leider nichts Blaues gekommen. Aber jetzt im nächsten, beziehungsweise in 2 Zügen kriegen wir jetzt was Blaues. Nämlich jetzt hier oben. Und dann ist Namahage weg. Jetzt müssen wir gucken, dass wir unsere Blauen kriegen. Passiert hier noch nicht, aber da. Okay, Bienenmann an, Ganju auf Mondfalke, damit sie jetzt nicht wieder heilt. So, weg ist sie. Dann Gunnar, den frostigen kleinen Gnom da. Nehmen wir nochmal die Blauen. Hau ich nochmal Gunnar an. Und dann Nordri hinterher und dann war es das auch. Okay. So. Jetzt versuche ich das nochmal. Also das Turnier gefällt mir sehr gut. Ich komme sehr gut klar. Jetzt müsste ja von der Logik her, müsste ich ja jetzt wieder. Ich, ja, okay. Müsste wieder richtig einen am Sack kriegen. Geht natürlich gut los. Der war schon das Verhängnis bei der ersten Niederlage. Aber nimm dich jetzt mal raus und jetzt. Nee, 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 ah Mann. Ja, gucken wir mal. Okay. So, das Anfangsboard ist schon mal gut. Wenn ich die roten spiele, kommen die grünen hoch.
Und dann kriege ich bald einen Diamanten. Jawohl. Die Combo wollte ich. Jetzt habe ich den Diamant unter Gilra. Okay, auf geht's. Dann Nordri. Ach, er hält Stand. So, jetzt hältst du nicht mehr Stand. So, Guna machen wir an. Diamanten auslösen. Jawohl, okay. Dann. Die Fledermaus ist natürlich gefährlich, weil die macht mehr Schaden, je weniger Helden auf dem. Also, ne, je mehr Teamkameraden kaputt sind, desto mehr Schaden macht sie. Das Problem ist, ich krieg sie mit den drei Gelben nicht weg. Obwohl, ich müsste sie eigentlich mit Nordri und Gato wegkriegen, auch wenn da nicht der Eisschaden ist, weil ich habe ja dann noch die. Okay, ja. Dann machen wir Gato weg. Okay, den Bienenmann, Arman an. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen ghosten. Machen wir das recht so. Okay. Jawohl. Perfekt. Gato an. Und dann war's das. Ja, also das lief heute doch dann sehr gut. Konnten wir ein bisschen was wettmachen. Genau 5000 Punkte. Top 1%. Platz 8969. Das ändert sich natürlich. Und hier die Kiste noch. Ja, Nahrung ist immer gut. Gut. Hier sammeln wir auch eine Schriftrolle der Änderung. Habe ich festgestellt, ist ein sehr cooles Item für den Titan. Aber ist in der Herstellung sehr, sehr teuer. 189 1000 Nahrung und dann halt auch hier diese Titanschädel. Ja, also ich sag mal so, die 80, die ich da habe, die habe ich mir lange, lange angespart. Die sind relativ selten oder wenn dann nur ein oder irgendwie so und muss man also aufpassen, kann man nicht wahllos bauen wie manche anderen Sachen. Von daher mit Bedacht einsetzen. Gut, haben wir hier noch irgendwie. Gratis haben wir schon geholt, okay. Gut, ja, dann war's das für dieses Video und wir sehen uns dann morgen mit dem dritten Tag des Turniers. Also, bis dann, ciao.